Sechste Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Durch die Beraubung seiner Kleider ist Jesus schutzlos. Er ist nackt und alle Menschen können seine Wunden und die Strapazen der Geißelung und des Kreuzweges sehen. Sind auch wir schutzlos in Zeiten des Coronavirus? Es gibt viele Obdachlose, die kein Dach über dem Kopf haben und schutzlos dem Coronavirus ausgeliefert sind. Andere sind bereits in Kurzarbeit und haben Angst um ihre Existenz, denn sie wissen nicht, wie es weitergeht. Viele Schülerinnen und Schüler stehen kurz vor ihrem Schulabschluss oder dem Abitur und wissen nicht, ob sie diesen bis Ende des Jahres geschafft haben werden. Jesus, du wurdest schutzlos ausgeliefert. Steh du allen bei, die den Schutz bei dir suchen und die Schutz brauchen.